zu den Behörer, Freunde, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Part 6. Zum ersten Mal habe ich das Intro richtig gesprochen. Wir wollten uns das Juwel angucken und das machen wir sofort. Okay, oder auch nicht. Ah, jetzt, okay. Rotes Juwel bekommen. Okay. Wir haben ein rotes Juwel. Aber keine Muni mehr. Es ist fantastisch. Okay, wir gucken mal, was dieser Flugzeugabsturz oder Helikopterabsturz da hinten so mit sich gebracht hat. Na, sehr schön. Das ist übrigens auch aus Left 4 Dead 2. Aus dieser Map. Da ist auch dieser Heli hier. Und man kommt nicht durch. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Schrei lauter bitte, ehrlich. Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich nicht im Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Jetzt ist wahrscheinlich hier der Feueralarm losgegangen. Ich krieg einen Vogel. Hey, Marvin. Ich hab den Bolzenschneider. Das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, das darf nicht wahr sein. Claire, bitte hör auf zu reden. Darf doch wohl nicht wahr sein, es ist ein Albtraum. Okay, wir können jetzt hier abkürzen, oder wie? Jetzt muss ich erstmal zurück zu ihm. Ach, was gar nicht geht, na super Ding. Eine Sicherung habe ich nicht. Hier ist zu. Verdammt nochmal. Ich habe aber auch ein Pech. Ich dachte, ich kann hier abkürzen. Das ist sehr ungut. Das ist wirklich sehr, sehr ungut. Ich muss ihn outplayen irgendwie. Okay, hat geklappt, aber war knapp. Wir müssen hier raus. Oh! Ich sollte mich an meine eigenen Regeln halten. Okay, wir verschwinden hier erstmal. Du willst mich doch verarschen. Ah!
Ich weiß, es ist scheiße gewesen, aber was sollte ich denn tun? Ich musste da weg und ich wusste nicht mehr wie. Der Typ ist weg. Er ist tot. Oh nein, er ist tot. Ach komm schon. Wieso bricht denn jetzt die Hölle rein? Ey du, bist du hin? Nee, okay. Er lebt noch. Muss mich beeilen. Ja, super Ding. Ich muss mich jetzt erstmal heilen hier. Nehmen mal ein Erste-Hilfe-Spray. Okay, wir sind wieder voll da. Tja. Habe ich Muni gesammelt? Nee. Habe ich gar keine gefunden. Da, wo ich war. Da unten. Da gab's ein... Nochmal so ein Schloss für einen Bolzenschneider. Mich doch verarschen. Nein, 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 nicht dran rütteln hier. Wir machen jetzt hier auf und zwar schnell. Blendgranate, Alter. Ja, wunderbar. Nein. Runder Griff, das ist ein Ventil, I think. Nehmen wir mit. Elektroteil, ah, das ist das Rolltor. Nein, ich kann es nicht mitnehmen. Ich kann es for real, legit nicht mitnehmen. Das darf nicht wahr sein. Das hätte ich aber gebraucht. Schießpulver. Okay, wir verschwinden hier wieder. Das ist auch ein Holzbrett, das nehmen wir auch gleich mit. Wir müssen da nachher gleich nochmal zurück. Es hilft nichts. Wir müssen da zurück. Okay. Verzeihung. Wir müssen da dann nochmal zurück. Das hilft nichts. Weil das ist das Elektroteil. Womit ich, glaube ich, hier unten dann das Rolltor öffnen kann. Das wäre ultra, ultra wichtig. Aber dazu muss ich mein Inventar lernen. Okay, wir haben das Ventil. Sehr gut. Grünes Kraut nehmen wir jetzt nochmal kurz mit. Falls was schief geht, wünscht mir Glück. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Und holen dieses Elektroteil. Und schauen, ob wir damit die Tür irgendwie aufkriegen können. Ich hoffe ja. Also das Rolltor. Es müsste damit aufgehen. Wenn ich mich nicht irre. Okay, wieder Rein-Raus-Aktion.
Irgendwo ist es. Da ist es. Okay, ich hab's. Drei Stück hier drin. Ich muss hier raus. Wenn das schief geht, Leute, war's das. Dann bin ich tot. Aber es geht nicht schief. Oh, das ist so wichtig gerade, dass dieses Tor offen ist. Ich hoffe so, dass die uns nicht nachlaufen. Er lebt noch. Ich kann ihm halt nicht helfen, gell? Irgendwie mit Erste-Hilfe-Spray oder so. Es sind so viele Zombies da unten. Wie soll ich das denn machen? Soll ich das nur machen? Mit nur noch 14 Schuss insgesamt. Ja gut, ich habe rumgeballert wie ein Blöder. Das gebe ich zu. Das war nicht ganz klug. Aber was hätte ich denn anderes machen sollen? Ich weiß nicht, ob die halt jetzt alle hier rauskommen, gell? Es wimmelt hier ja nur so von Zombies. Okay. Ich bemerke langsam, was hier das Problem ist. Und zwar, dass es echt viele Zombies werden langsam. Und ich zu viel geschossen. Ja gut. Aber hätte ich jetzt erst geschossen, wäre die Munition genauso weg gewesen. Kommen die hier raus oder nicht? Ne, ich glaube tatsächlich nicht, dass die da rauskommen. Okay. Es sieht gerade ein wenig düster aus für uns, liebe Freunde. Aber denkt immer dran, aus was für einer Lage wir uns befreit haben im ersten Resident Evil. Am Anfang, wo es wirklich zappenduster aussah. Wo ich so viel falsch gemacht habe. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, wir sind hier fürs Erste sicher. Das wird mal wieder ein bisschen kürzerer Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.